Potato, potato, tomato, tomato, let's call the whole thing off. Mein Name ist Lars Brandt. Ich bin Schriftsteller und in einer zweisprachigen Familie aufgewachsen. Das Übersetzen gehört zu den Basistechniken, ohne die für mich von Anfang an nichts geklappt hätte. Normalerweise schreibe ich meine eigenen Texte. Aber kürzlich habe ich Prosa, Dramen und Gedichte aus dem Norwegischen übersetzt, die noch nie ins Deutsche übersetzt wurden. Es handelte sich um das, was die Schriftstellerin Danielle vor über 100 Jahren geschrieben hat, hier in Deutschland, aber in ihrer eigenen Sprache auf Norwegisch. Obwohl sie in Berlin unter Künstlern und Literaten lebte, blieb ihr Werk hierzulande völlig unbekannt, weil es nicht übersetzt war. Es schien mir an der Zeit, das zu ändern. Ein wesentlicher Beitrag, den Danielle zur Literaturgeschichte leistete, besteht darin, dass die Frauen in ihren Texten nicht mehr gut sein müssen, sondern böse sein dürfen. Das fand ich bemerkenswert genug, es mehr Menschen zugänglich machen zu wollen. Ich beschloss, als Schriftsteller zu übersetzen, was eine anderssprachige Schriftstellerin 100 Jahre früher geschrieben hatte. Ein Angebot an alle, die Deutsch, aber nicht Norwegisch sprechen, um wen immer es sich dabei im Einzelnen handeln mag. Und ich frage mich, wie wir weiterkommen wollen, wenn es nicht mehr möglich sein sollte, Erfahrungen zu übersetzen, damit andere daraus lernen können und vielleicht nicht jeder Fehler immer weiter wiederholt werden muss. Kultur ist Übersetzung.